So, was geht Leute und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge auf meinem Kanal. Diesmal spielen wir die Demo von Lies of P. Das Spiel, ich habe nicht wirklich viel dazu gehört, ich habe nur ein bisschen Gameplay und sowas gesehen. Es geht um Pinocchio, das habe ich mitbekommen. Aber ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange drum rum, sondern starten das Spiel. So. Wie gesagt, ich habe nicht viel von dem Spiel mitbekommen, bis auf dass die Demo erschienen ist, das im September rauskommt irgendwann. Und dass es um Pinocchio geht. Mehr weiß ich leider nicht. Geppetto's puppet. We need your help. So, und unsere ersten Schritte. Wir spielen das Ganze nämlich auf dem PC auch. Oh, mit dem Controller. Okay. Und wer bist du? Genau, wir spielen das auf dem Controller. Auf dem PC. Und das Einzige, was ich vielleicht noch weiß, dass so wie Dark Souls, also ein Souls-Spiel ist. I see they got Jiminy too. But we have to hurry. My name is Jiminy. Please escort him to the hotel. Ja, werden wir machen. Aber in welches Hotel? Und wer ist Jiminy? Let's get you out of there. Find something that might help. Na gut, was kann denn helfen? Jetzt kann ich nicht zerschlagen. So. Ah, hier ist ein Schwert. Perfekt. But the streets are not safe. Arm yourself with one of the weapons over there. It'll be helpful on your way to the hotel. So, was gibt's hier denn? Kampfstil. Fahrt der Grille. Ausgewogenheit. Fahrt des Bastards. Geschicklichkeit. Und Fahrt des Sweepers. Stärke. Na gut. Achso, hier. Ein ausgewogener. Also hier. Fahrt des der Grille. Ein ausgewogener Kampfstil mit Kraft und Geschwindigkeit. Dies. Vitalität, Stärke, dies. Also noch Leben. Ausdauer. Oh ja. Gut, dann ist das so der Allrounder, würde ich sagen. Der ist mehr auf Geschwindigkeit und der ist mehr auf Tank. Beziehungsweise der ist mehr auf Schaden sowas. Gut. Also ich spiele gerne der Schaden austeilt, von daher würde ich sagen, wir nehmen den. Die haben leider aber immer wenig Leben. Hallo? So. Ja, super. Ich freue mich irgendwie, wenn das Spiel rauskommt. Ich habe richtig Bock, dass du jetzt von dem zumindest, was ich gesehen habe. Aber ey. Ich bin nie gut in solchen Spielen. Wird man vielleicht jetzt auch sehen in der Demo. Roboter. Na gut. Welcome to Cross.
station, everyone. Here you will witness the most spectacular display of human endeavor on Earth. If Krop is your final destination, we wish you a safe and prosperous day. Pulszelle. Verwende eine Pulszelle, um Lebenspunkte wieder zu erlangen. Es gibt eine maximale Anzahl an Pulszellen, die verwendet werden können. Wenn du das Maximum erreicht hast, wird die Zelle entladen. Wenn du Feinde angreifst, während die Zelle entladen ist, wird die Pulszelle allmählich aufgeladen. Okay, gut. Große Gradausstellung 18xx. Hä? So, erleben Sie die größte Show der Welt. Erleben Sie die Zukunft der Welt. Okay. Gut. Fixiere. Ah, perfekt. Oi, nein, das wollte ich nicht. Muss ich noch ein bisschen an die Steuerung gewinnen. Aber bis jetzt scheint es noch nicht schwer zu sein. Hey, was mache ich denn? Okay, hier blocke ich, hier greife ich an, hier greife ich zum Schieben zurück an. Was mache ich hier? Okay, hier habe ich noch nichts. Hier habe ich das. Und hier war ich aus. Okay. Gut. Ich muss mir das noch 10-mal einprägen. 100-mal einprägen. Bis ich es gemerkt habe. Aber. Bis wir 100-mal lernen. Bis ich es gelernt habe. Das schaffen wir schon irgendwann. Ein bisschen stärker aus. Dann gehen wir jetzt das zu dem. Okay, ne, das ist einfach Fernkampf. Zack. So, ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum ich nicht X drücke und trotzdem diese Zellen mir reinschmeiße. Das liegt daran, dass ich an die PlayStation-Steuerung gewöhnt bin. Weil X ist ja bei A und nicht bei Viereck. Vorne und der ist dann mit zurück. Okay, gut. Von hier kommen wir hin. Und da sind noch mehr Feinde. Endlich kann man sprinten. Ihr seid alle kein Problem. Aber geht es lang? Ich höre hier was Großes. Das ist nicht gut. Fixiergerät. Überall in Krat gibt es an den Türen und Leitern, die durch Vorrichtung verschlossen sind. Ja. Du kannst diese Türen ausschließen oder die Leitern heruntergehen, um Abkürzung zu schaffen. Okay, ja. Prinzip wie in jedem anderen Spiel. Aber das heißt, dass wir hier noch mal lang kommen. Ja, genau den meinte ich. Will ich zu ihm oder will ich nicht zu ihm? Ich will's nicht, aber ich muss leider. Oh, oh.
Hier wird man sehen, dass ich nicht gut in solchen Spielen bin. Ja, genau hier. Ey, oha, ich hab kein Leben mehr. Ja. Ich glaube, den werden wir nicht zum letzten Mal sehen. Wenn ihr das Let's Play verfolgt bei mir auf dem Kanal, dann werdet ihr den sehr oft sehen. Da bin ich mir sicher. Jetzt die Frage, müssen wir alles von vorne gehen oder haben wir die Abkürzung freigeschaltet jetzt? Ich habe so das dumme Gefühl, dass wir wahrscheinlich alles von vorne machen müssen. Okay, Gürtel nutzen. Oberer Gürtelslot, unterer Gürtel, Gegenstände benutzen. Rüste Gegenstände und Gesten am Gürtel aus, um sie zu verwenden. Ja, gut. Für Zusatzzeichen gedrückt. Das ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Müssen wir alles nochmal laufen. Na super. Na komm. Guck einer rein. Wobei, ne, hier ist die Abkürzung. Und hier sind wir gestorben. Ja, gut. Ja. Ja. Ich muss seinen Angriff studieren. Oh nein, das sollte ich nicht. Ja, perfekt. Ja, wie gesagt, ihr werdet ihn sehr oft sehen, den Todescreen. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall gefasst machen. Aber komm. Der dritte Versuch ist immer der beste. Deswegen werden wir das jetzt schaffen. Grogi verfügbar. RT für Sturmangriff halten. Während du angreifst, erscheint ein weißer Umriss über dem LP-Balken des Gegners. Wenn du diesen, wenn dies geschieht, kannst du beim Feind mit einem Sturmangriff oder mit Fabelkünsten Groggy verursachen. So, tödlicher Angriff vor einem Groggy-Feind. Plus RB. Auf Groggy-Feinde können tödliche Angriffe ausgeführt werden. Ein erfolgreicher tödlicher Angriff kann schweren Schaden anrichten. Und dann werden wir das jetzt wohl machen. Wo bist du? Ich sollte auf meine Ausdauer achten. Euch brauche ich nicht. Ich hoffe, ihr folgt mir nicht. Oh doch, ihr folgt mir. Ja.
okay, entspann dich. Wie hast du mich aber getroffen? Jetzt, wer war da nicht? Elfen, fertig. Egal, wir haben ihn. Ich hab doch gesagt, der dritte Versuch wird's. So, kann ausgerüstet werden. Was haben wir hier bekommen? Hier haben wir gar nichts bekommen, das ist unser Schwert. Hier haben wir gar nichts. Tarnlampe. Lebensmittel. Kostüm. Egal, damit werden wir uns noch früh genug befassen. So. Wir müssen wahrscheinlich dann, wo er war, oder? Nee, nicht ganz. Von hier oben sind wir doch gekommen, oder? Ist hier irgendwie eine Karte oder so? Oh, hier war ja die Abkürzung. Das muss doch irgendwo hier lang gehen. Okay. Vielen Dank. Wie geht's denn irgendwo lang? Ja, jetzt tötet mich auch noch gleich hier. Ja? Nee, hier geht's auch nicht lang. Geöffnet haben, war bestimmt keine Abkürzung, sondern da war der Weg lang. Den Dual-Tipp hatten wir schon, okay? Wahrscheinlich müssen wir hier lang. Wobei, nein. Wir müssen doch auf die andere Seite vom Bahnhof bestimmt. Hier durch? Nee. Ja, ich glaube, hier können wir das Let's Play bzw. die Demo auch schon beenden. Weil ich einfach nicht weiß, wo es lang geht. Wir müssen doch bestimmt hier irgendwie hin, oder? Gleich, wenn ich den Weg finde, ich werde mir bestimmt denken, wie blöd kann ein Mensch sein. Was war das? Ach so, interessant. Aber das bringt mich nicht weiter.
glaub's doch nicht. Ich finde den Weg einfach nicht. Hier war ja der Boss. Hab ich nicht irgendwelche Tipps irgendwo? Hallo, Stimme in meinem Kopf oder wo du auch hast. Kannst du mir vielleicht helfen? Oder muss ich zurück? So, jetzt bin ich wieder am Anfang. Dann geht's hier vielleicht weiter. Toll. Dann wäre jetzt umsonst zurückgelaufen. Nee, ne? Perfekt, danke für gar nichts. Stragazer. Die Stranger. Benutze ein Stragazer, um LP und Ausdauer vollständig wiederherzustellen und deine Pulszellen aufzuladen. An dieser Stelle wirst du nach dem Tod wiederbelebt. Denk daran, dass damit auch Feinde wiederbelebt werden, nicht nur dein Charakter. Werde ich in meinem Hinterkopf halten. Ach du Scheiße. Ah nein, nicht du. Nee, du. Ach, sogar Wunde. Ach so. Ja, vielleicht sollte ich den Revive-Point benutzen. This is called a Stargazer. Stargazer, okay. A marvelous device the Stalkers used in the past. Warning. Public threat alerts. Need danger estimates. Please reduce positive numbers or reset danger parameters. As we are not strong enough to beat the puppets. But if I lend my power to this Stargazer for a moment, gather ergo, clever one. This Stargazer will make you stronger. But the Stargazer's strength doesn't last forever, so be careful with it. Hurry up and come to Hotel Krat. Ich beeil mich doch. Den Weg setzt, dann komme ich gerne. So. Ja. Oh, kommt ja alle.
Transformen habe ich auf meine HP geguckt. Und da waren zu wenig. Aber wie gesagt, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Den Todesscreen könnt ihr jede Folge bestimmt 50 Mal sehen. Wenn es gut läuft. Totes Ergo. Wenn dein Charakter stirbt, wird an dieser Stelle das tote Ergo fallen gelassen. Halte deine verlorenes Ergo zurück, indem du dieses Todes-Ergo zurückholst. Wenn Feinde dir vorher Schaden zugefügt haben, dich erneut töten, verringert sich die Menge, die du wiederholen kannst. Okay. Ausgabe 183. Große Ausstellung von Krat ist verschoben worden. Diese Entscheidung wurde getroffen, um die Bürger der Stadt zu schützen, bis der Puppenwahn, der die Stadt kürzlich lahmgelegt hat, unter Kontrolle ist. Der Vorfall ereignete sich in der Rosa-Isabel-Straße und fordert hunderte Opfer, die Ursache noch unbekannt ist, steigen sowohl die Zahl der Verletzten als auch das Ausmaß der Schäden. Da sich die Krise noch nicht hinzieht, kündigten die Werkstatt und die Firma Venigni, Graz größte Puppenfabrik an, dass sie den Bürgern Hilfsgüter zur Verfügung stellen und alles tun würden, um die Situation zu entschärfen. Eine Einsatzgruppe untersucht die Möglichkeiten eines fatalen Verlusts des Großen Bundes, also des Kontrollprotokolls für die Puppen der Werkstätten. Allerdings gibt es momentan noch keine schnelle Lösung und der Puppenwahn fordert weitere Opfer. Den Bürgern wurde empfohlen, zu ihrer Sicherheit in den Häusern zu bleiben, da sich die Stadt auf ein Wiederausbrechen der Versteinerungskrankheit vorbereitet. Super Wetter. Trotzdem versuchen viele Bürgerinnen und Bürger über den Hauptbahnhof von Krat zu fliehen, was wiederum das allgemeine Chaos noch verstärkt. Also, ist etwas Schlimmes ausgebrochen. Lass mich raten, wir dürfen das mit dem Sprung angreifen. Oh, oh, oh. Lass mich raten, wir dürfen das Chaos beseitigen. Nehme ich mal an. Abkürzung für später bestimmt von der anderen Seite. So, komm du. Und dann springen. Hier gibt es das wieder. Ja.
wenn ich bloß wüsste, was ich mit dem ganzen Zeug, dass ich auch nochmal alles anfangen kann. Einfach mal brauche ich ein System. Jetzt macht mir das Spiel richtig Spaß. So, Fabelkünste. Y und nochmal Y. Während des Platzens. Waffen haben unterschiedlich Klingen und Griffe, die jeweils ihre eigenen Fabelkunst haben. Fabelkünste verbrauchen Fabelslots und verschiedene Fabelkünste verwenden eine unterschiedliche Anzahl von Slots. Lade Fabelslots aus, indem du mit Feinde mit Waffen angreifst. Also, das sind die blauen oben links, die drei. Okay. Probieren wir das mal aus. Oh, 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 oh. Keine Sorge, du kannst mich nicht töten, alles gut. Ich kenne den Todesgemüse. Putz, Digga. Das hast du nicht erwartet, ne? Gut. Ich würde sagen, das war's jetzt erstmal mit der ersten Folge. Das Spiel macht bis jetzt auf jeden Fall ziemlich Spaß. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es rauskommt. Und auf die nächsten Folgen freue ich mich natürlich auch. Und damit würde ich sagen, wenn dir dieses Video gefallen hat, wenn dir das Spiel gefällt, lass doch gerne ein Like da, schreib es mir in die Kommentare, was du von dem Spiel hältst. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschüss!